Vor knapp zwei Wochen kam es zu der schrecklichen Tat, bei der die 12-jährige Luise von zwei Schulkolleginnen kaltblütig ermordet wurde. Sie lockten Luise in ein Waldstück und stachen dort mit einem Messer 32 Mal auf die Schülerin ein. Inzwischen ist sich die Kripo sicher, dass es die jüngere der beiden Teenager war, die zugestochen hat. Eine der Täterinnen rief später bei den Eltern des Opfers an und behauptete, Luise per Handy nicht mehr erreichen zu können. Im Internet startete sie sogar einen Aufruf mit Suchmeldung nach ihrer angeblich besten Freundin. Der Fall erreicht immer schrecklichere Dimensionen. Jetzt fand die Polizei auch heraus, dass die 12-jährige Haupttäterin vor dem Verbrechen googelte, ob sie schon strafmündig sei oder noch straflos mit der Tat davonkomme. Auch die Motivlage scheint immer banaler zu werden. Luise soll sich im Vorfeld gemeinsam mit einer Freundin negativ über die Figur einer der Täterinnen geäußert haben. Dafür sollen die Mädchen Rache geschworen und den Mord geplant haben. Luises Mörderinnen sind geständig. Sie befinden sich auf einer geschlossenen Abteilung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. In Deutschland gilt wie in Österreich, dass die Strafmündigkeit erst bei 14 Jahren liegt. Der Fall hat zu einer breiten Diskussion über die Herabsetzung der Strafmündigkeit bei jugendlichen Straftätern geführt.